Vor vielen Jahren schon haben wir zusammen mit Tims Familie ein kleines Boot gebaut, ein Dory. Unser Schwager Bill hat die Baupläne aus Amerika mitgebracht und wir haben uns alle bei Tims Eltern getroffen und in ein paar Tagen ein Boot aus Sperrholz zusammengezimmert. Angesichts der Tatsache, dass wir alle keine Bootbauer sind und wir nur wenige und nicht sehr gute Werkzeuge hatten, kam dabei ein erstaunlich ansehnliches Boot heraus. Nicht perfekt, aber auf jeden Fall wasserfest und seetüchtig. Und aus welchem Grund auch immer, kam es dann dazu, dass das Boot zu uns hier gekommen ist. Und wir haben mit diesem Boot über die Jahre so allerlei Abenteuer erlebt. Immer noch ist es uns jedes Jahr ein unentbehrliches Hilfsmittel, um Makrelen für die Tiefkühltruhe zu fangen. Es ist aber etwas schwer für nur zwei Personen und es wäre praktisch, ein weiteres, leichteres Boot zu haben. Deswegen hat sich Tim daran gemacht, ein kleineres Dory zu entwerfen. Bei einem solchen Design hilft sicherlich, wenn man ein ausgebildeter 3D-Zeichner ist. Was Tim natürlich nicht ist, daher hilft er sich mit 2D-Formen, die er aus Pappe ausschneidet. Doris sind flachbordig und bei den einfachsten Dory-Designs sind die Seiten nur aus einem Stück gefertigt. Und am Heck laufen die Seiten eng zusammen und werden von einem Stück Holz, dem Heckbalken, abgeschlossen. Und das ist es auch schon, 4 Teile insgesamt, aber wenn die alle richtig fest zusammengebaut sind, ergibt das ein sehr stabiles Design. Die gebogenen Teile üben aufeinander Druck aus und bilden so eine sehr widerstandsfähige Konstruktion. Ein unkompliziertes Design sollte ja eigentlich leicht zu bauen sein und dazu wenig Gewicht haben und auch einfach zu rudern sein und dabei solide und glatt durchs Wasser gleiten. Obendrein sehen diese Doris auch noch elegant aus. Dazu lässt sich dieses Design auch noch stapeln, wenn man gleich mehrere baut. Keine Frage, wieso Tim so ein Fan von diesen Booten ist. Wenn man ein bisschen über ihren Hersprung nachforscht, findet man schnell heraus, dass dieser Bootstyp auf einem alten französischen Design basiert. Doris wurden in Kanada für die Kabeljaufischerei entwickelt. Kann man sich schwer vorstellen, wie es wohl war, auf einem solchen Boot zu arbeiten, den Fang hereinzuholen, irgendwo mitten im Atlantik und dann schnell wieder zum Mutterschiff zurückzurudern, bevor es im Nebel verschwindet. Erstaunlicherweise findet man in Irland nicht viele Doris, aber vielleicht kann Tim daran ja etwas ändern. Es wäre wunderbar, wenn wir wieder die ganze Familie zusammentrommeln könnten, um ein weiteres Dory zu bauen. Aber Bill ist erst dieses Frühjahr gestorben und Sam starb im Jahr davor. Das wird also nie wieder möglich sein. Aber vielleicht kann sich der Rest der Familie irgendwann wieder treffen und dann können wir irgendetwas anderes zusammenbauen. Tim hat sich als Ziel gesetzt, ein Boot zu bauen, das 13 Fuß lang ist, umgerechnet knapp unter 4 Metern. Aber erstmal baut er ein Modell, das auf unserem 4,5 Meter langen Dory basiert. Es ist wahrscheinlich nicht möglich, diese Version einfach kleiner exakt nachzubauen. Das könnte dazu führen, dass das Boot sehr schmal wird. Also baut sich Tim zuerst ein paar verschiedene Modelle, um herauszufinden, welches am besten funktioniert. Wenn man nur eine der Dimensionen verändert, bekommt man schon ein ganz anderes Boot. Selbst wenn es schon zusammengebaut ist, kann man die Form immer noch leicht verändern. Zum Beispiel, indem man die Seitenwände mehr auseinanderdrückt. So nimmt das Dory eine gebogenere Form an und der Boden des Bootes wird runder. Das ist an sich keine schlechte Sache, aber so könnte das Boot zu leicht auf dem Wasser liegen und zu schnell zur Seite hin abgetrieben werden. Dies ist wohl das Beste aller Designs. Tim hat vor, ein größeres Modell davon zu machen, bevor er es in Originalgröße bauen wird.
Für ein größeres Modell hat Tim nur leider keinen Karton mehr, der groß genug ist, um alle Einzelteile auszuschneiden. Aber er hat auch hier eine Lösung gefunden. Er fügt die Stücke mit Leim zusammen. Das funktioniert auch. Und solche Nahtstellen wird es wohl auch bei der Originalversion geben. Da kann er am Modell schon mal üben. Bald geht es weiter mit dem Originalbau. Bis dann!